Weil ich die Bocke bin, weil ich die Bocke bin, weil ich die... Oh, hallo, Leute, ich bin's, euer Knolte. Ja, also wie der Lied schon fast gehört hast, weißt du fast auch schon, worum es sich geht, ne? Wieder um die Dings da, die nicht so ganz schöne aus Berlin da. Ja, jetzt ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft. Klasse Sache. Aber wenn du wissen willst, warum die das tut... Dann warte mal schnell das Intro ab. Gleich geht's los. Ja, unsere liebe Frau Baerbock. Die reißt ja einen am anderen. Aber was ist denn überhaupt passiert? Da muss ich so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen weiter ausholen. Wie du sicherlich weißt, in Afghanistan kriegen die Leute keinen Pass mehr. Also wenn die da abhauen wollen, so flüchten, so ganz ohne Pass, funktioniert das nicht. Also, da gehen sie in ein anderes Land, wo sie keinen Pass brauchen für über die Grenze. Direkt nebenan, wie heißt es, wer weiß es? Ja, keiner? Ah, Google mal. Ja, und da gehen sie dann zur Botschaft. Zur Botschaft, zur deutschen Botschaft. So, und dann können die sagen, du, ich werde verfolgt, ich habe Angst um mein Leben, ich brauche aber einen Pass, um nach Deutschland gehen zu können, ne? Oder woanders hin nach Europa. Aber wenn sie schon in der deutschen Botschaft sind, wollen die auch einen deutschen Pass haben. Ja, und da war dann wohl so ein Mitarbeiter da, der hat sich so ein Fregel mal was genauer angeguckt. Auf jeden Fall kam da einer, der hat dann gesagt, du, mein Bruder ist schon in Deutschland und ich will auch nach Deutschland, weil ich werde ja hier so verfolgt, ne? Ja, und dieser Mitarbeiter hat mal genauer nachgeguckt. Zum Ersten, der hat keinen Bruder in Deutschland. Der hat auch keinen Bruder in Afghanistan, in Indien, in Amerika oder sonst wo. Der hat keinen Bruder. Und der Pass, den er da vorgelegt hat, seine Dokumente, waren auch noch gefälscht. Ja, also, der liebe Mitarbeiter da gesagt, Jung, da ist die Tür, du kriegst hier nichts. Ja, den haben sie rausgeschmissen. Sehr gute Arbeit. Sehr, sehr gute Arbeit. Muss ich wirklich einmal sagen. Für einen Beamten oder Mitarbeiter da auf jeden Fall von der Botschaft sind das Beamte. Ich weiß gar nicht. Kann aber durchaus sein. Also, sehr gute Arbeit, Herr Kollege. Wunderbar gemacht. Super. Wenn da jetzt nicht die Sache mit dem Außenministerium wäre. Genau, das Auswärtige Amt hat nämlich gesagt, Leute in der Botschaft, gebt dem armen Mann einen Pass. Warum? Der hat gefälschte Dokumente und gelogen hat er auch. Also kommt er mit Sicherheit nicht mit guten Absichten hier nach Deutschland. Ja, aber das Auswärtige Amt hat gesagt, gebt dem mal einen Pass. Und daraufhin hat dann ein Mitarbeiter von dem Innenministerium das Außenministerium verklagt. Weil sie sollen illegale Sachen machen, laut Außenministerium. Ja, und das Außenministerium, ich glaube nicht, dass da einer Eier in der Hose hat und einfach was macht, was die Frau Bockbär nicht will. Ja. Aber die Schnittlauchpartei, die, du weißt schon, die wollen ja sowieso hier einen Bevölkerungsaustausch, ne? Nach denen darf ja kommen, wer möchte, ne? Also, herzlich willkommen in Deutschland. Ihr könnt auch hier die Leute abstechen. Ihr könnt sie hier vergewaltigen. Ihr könnt hier mit den Deutschen machen, was ihr wollt. Und wir stecken euch dafür dann die dicke Kohle in den Hintern. Ja, aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist das Spielchen mal aufgeflogen. Und wenn das wirklich so ist, dass die Dings da, die nennt sie Knolte immer Bockbär, ja, wenn die wirklich was damit zu tun hat, grenzt das dann nicht schon an Hochverrat? Naja, immerhin ist ihr ja scheißegal, was das deutsche Volk denkt, zumindest ihre Wähler. Und das ganze Land lächerlich machen, tut sie ja auch. Also das aber jetzt... Das toppt ja nun wirklich alles, ne? Also wenn die ihre Finger da drin hatte, dann ist es mit einer normalen Entlassung mal nicht mehr getan, Herr Scholz. Da musst du härter durchgreifen. Ja, der Scholz, der macht doch gar nichts.
aber vielleicht der Staatsanwalt. Im Moment wird gegen Unbekannten ermittelt. Aber einen guten Staatsanwalt, für den bleibt das nicht lange. Unbekannt. Siehe, Nord Stream 2, wie schnell sie das rausgefunden haben. Nord Stream 2. Ja, jeder Mensch in Deutschland weiß es mittlerweile. Nur der Herr Staatsanwalt und der Herr Scholz und der Herr Habeck und der Herr Lauterbach und die anderen da in Berlin auch. Die wissen das noch nicht. Aber nee, anderes Thema. Ne? Es geht doch um die Bockbe, wenn die da wirklich drin hängt. Ne? Was meinst du denn dazu? War die das nicht? Schreib mal deinen Senf in die Kommentare. Like mein Video, verdoppelt nochmal. Hast auch schon lange nicht mehr getan. Wer bis jetzt noch dran lurt, der kann auch ein Abo dalassen und seinen Senf dazugeben und Däumchen. Also, so schlecht ist es dann ja nicht, ne? Ja. Verlang mal nicht zu viel von dem Volk. Würde ja schon reichen, wenn sie mal die Videos ganz gucken, damit man mal so langsam aber sicher Richtung 4000 Stunden Watchtime kommt, ne? Das wäre schon, oh. Für deine Mühen kriegst du von mir einen Daumen. Ja, also, hast jetzt 6 Minuten geguckt, gleich 6,5. Sollte auch schon wieder gewesen sein. Was? Das Video soll schon wieder zu Ende sein? Verdaddelt nochmal. Das geht ja immer so zügig. Naja, aber egal, morgen kommt ja schon wieder eins, ne? Also lange auf Entzug bist du mal nicht. Tschüss.